Wir sind hier im Presseclub Concordia und gleich beginnt die Pressekonferenz der Bürgerinitiative Es bleibt dabei, Bürger und Bürgerinnen für Wanderwellen. Wir haben vor, mit zunehmender Intensität bis zum 2. Oktober hin eine Initiative in Gang zu setzen im ganzen Land, die Leute einzuladen, mitzutun, selbst wählen zu gehen, für Alexander Van der Bellen zu stimmen, ihn zu bestätigen und möglichst viele Leute auch zu animieren, das Gleiche zu tun. Wir sind eine Initiative von einzelnen Personen, von Bürgern und Bürgerinnen, die verschiedene Berufe haben, manche sind auch Politiker, aber Sie werden sehen, es geht quer durch und es wird auch immer bunter und breiter noch werden. Jeder spricht für sich selbst und nicht im Auftrag oder auf Wunsch irgendeiner Gruppe oder Organisation. Diese Wahl ist die wichtigste Bundespräsidentenwahl, meine Damen und Herren, in der Zweiten Republik. Denn diese Wahl ist nicht bloß eine Wahl zwischen zwei Kandidaten. Diese Wahl ist eine Richtungswahl für Österreich und auch für die politische Entwicklung in Europa. Alexander Van der Bellen steht für Österreich in Europa. Sein Gegenkandidat hingegen liebäugelt mit einem Austritt, mit einem Exit aus der Europäischen Union. Den bloß taktischen Kurswechsel in Sachen Exit nehmen wir von der Initiative der FPÖ nicht ab. Es gibt manche Leute, die glauben, es ist ein Akt der persönlichen Hygiene, wenn sie ihre Meinungen so oft wechseln wie das Hemd. Einmal für den Exit, einmal Gratulation an die britischen Befürworter des Brexit. Auf der anderen Seite dann wieder sagen, nein, wir waren ja ohnehin nie dafür. In Wirklichkeit hat kein Mensch dort eine Ahnung und insbesondere der Kandidat Hofer keine Ahnung, wovon er eigentlich spricht. Seit 50 Jahren versuche ich diesen braunen Dunst, um den Begriff Heimat und Tracht wegzubringen. Alle meine Freunde wissen das, dass es mir ein Herzensanliegen und auch ein Kopfanliegen war und ist. Und ich war so glücklich, wie der Van der Bellen plötzlich gesagt hat, Heimat ist ein Thema. Wer verwurzelt ist, ist offen für andere Kulturen, das ist ganz wichtig. Und soweit ich das in meinem Freundes- und Bekanntenkreis miterlebe, die sind sehr aktiviert, auch die, die vorher nicht gewählt haben. Und ich glaube, wir werden ein Plus machen, besser sein. Ich als Unternehmerin, als Start-up-Unternehmerin, engagiere mich in diese Initiative Van der Bellen, es bleibt dabei, weil ich dabei an die Zukunft unserer Wirtschaft denke. Ich sehe beruflich viele kleine Unternehmungen, Start-up-Unternehmungen, für die ist Europa, für die ist Internationalisierung, ich möchte fast sagen, so wichtig wie ein bisschen Brot. Ich wünsche mir, dass wir den Jungen eine Umgebung bieten, die Chancen und Möglichkeiten bietet und nicht den Horizont verkleinert. Und deshalb, glaube ich, können wir uns einen Bundespräsidenten Norbert Hofer nicht leisten. Die FPÖ ist Exit und Norbert Hofer ist einer der Chefideologen. Mit ihm steuern wir daher auf den Exit zu, das muss uns allen bewusst sein. Gerade wenn ich nach Wels schaue, wo seitdem die FPÖ an der Macht ist, die Förderungen für die mobile Altenhilfe, soziale Betreuungsdienste, barrierefreies Planen und Bauen, Umwelt- und Schallschutzwende und Hilfe bei Wohnungskosten für jugendliche Familien und Alleinerzieherinnen gestrichen worden sind. Ein Kandidat, der dieser Partei angehört und diese Meinung vertritt, wir nehmen den Familien alles weg, den kann ich nicht unterstützen. Ich sehe es relativ entspannt. Wir Österreicher haben am 22. Mai unseren Bundespräsidenten gewählt. Ja? Und was soll ich sagen, wir werden das wieder machen.